So, weiter geht's mit Dead Rising 2. Jo, natürlich, wo wir aufgehört haben, wo auch sonst. Ich speichere jetzt einfach nochmal ab. Speichern kommt immer gut. Und was haben wir im letzten Part gesehen? Das Militär ist sehr lächerlich angerückt. Ja, gerissen haben die nichts. Außer sich den Arsch aufgerissen. Oder sie haben ihn sich aufreißen lassen von Gaszombies. Das ist eine neue Zombieart und wir haben es gerade gesehen. Das Gas strömt auch hier raus. Es strömt jetzt im kompletten Spiel aus allen Ecken und Enden. Das heißt, wir sehen überall diese Flachzangen-Zombies. Nenne ich sie jetzt mal. Und jo, das war jetzt das, was wir im letzten Part gesehen haben. Und der einzigste Überlebende aus dieser Aktion war der Kommandant. Also da sehen wir sie schon. Der Kettensäge haben sie jetzt nichts entgegenzusetzen. Ansonsten sind sie sehr widerstandsfähig und schnell. Aber ich sag ja, Kettensäge, da haben sie nicht wirklich groß was zu melden. So, und wir gehen jetzt natürlich dem Pfeil entlang. Aber vorher, bevor ich da überhaupt hingehe, gehen wir nicht den Pfeil entlang. Ich habe mir gerade anders überlegt. Wir gehen mixen. Das ist jetzt ein unpassender Zeitpunkt. Aber ich brauche noch ein paar Painkiller. Auf jeden Fall brauche ich Painkiller. Ansonsten wird das, was mir da droht, sehr schwer werden. Ja, ich weiß, ich bin Level 42. Aber jetzt zieht der Schwierigkeitsgrad enorm an. Und das ist auch der Grund, warum ich mit meinem hochgelevelten Charakter weitergespielt habe. Und nicht mit einem schwachen. Weil ich wusste, dass es ab jetzt schwer wird. Ist ja nicht blind hier. Ich habe es ja schon durch. Ja, diese Kollegen kotzen gerade über die Theke. Ist nicht so praktisch. Vor allen Dingen, wenn sie mich erwischen, wird sehr kritisch. Ihr habt ja in dem Video gesehen, es ätzt. Und ich kann mich da nicht mehr bewegen. Da muss ich beeilen. Oh, schnell machen. Ganz schnell natürlich. So. Na komm. Ja, jetzt probieren wir das auch. So. Das muss schnell gehen. Ihr seht ja, ich habe ja so schon Ärger mit Zombies, aber jetzt noch mit Gaszombies. Ja, ja, da sind sie. Ist aufgefallen, dass das vornehmlich eigentlich immer nur männliche Zombies sind. Ja, danke, ihr habt ja gleich den Painkiller zu mir rübergekickt. Mein Gott, da spucken sie wieder. Ich will das jetzt einfach spucken, denn es ist mehr eine Art Spucken. Ah, jetzt können wir zur Mission gehen. Jetzt bin ich gewappnet. Ja, hört euch die Viecher mal an, die klingen sehr bedrohlich und ihr seht, sind böse. Ich muss kurz auf der Karte gucken. Ja. Oh, oh, oh. Darf mich davon nicht treffen lassen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt eine Rettungsmission machen, und das müssen wir dieses Mal machen, kann das sehr kritisch für mich werden. Aber ich gehe erstmal speichern. Oh, falsche Toilette. Wir gehen erstmal speichern. Und jo. Dann geht's ab in den Untergrund und ich sag ja, wenn man Begleitpersonen dabei hat, wird's noch kritischer als sowieso schon. Aber dazu später mehr. Jetzt underground. Gut, hier sind gerade nicht viele von denen, hier ist gar keiner von denen. Oh, aua. Den Gaszombies rennt hier gerade keiner rum. Aber es gibt sie auch hier, da hinten kommen sie schon. Und schwer zu überhören. So. Dann guckt sie euch an, die sehen ja schon sehr eklig aus, aber ich weiß, was ich hier will, und zwar das. So, jetzt geben wir Gas. Aufpassen, meine Karte fallen schon. Deswegen parke ich jetzt hier und steig schnell um. Ich steig schnell um, das muss jetzt sein.
So muss das laufen hier. Gut, ich sollte aufpassen, ich sollte die nicht alle umfahren, denn ihr seht schon, die Karre qualmt schon wieder. Ja, ich renne nur alle vor mein Auto, also. Das ist schön. Aber die 4000 kriegen wir noch. Auf jeden Fall. Wir steigen aber noch um. So, parken hier hinten. Und umsteigen. Ist auf jeden Fall besser, als sich mit den Typen anzulegen. Und besser, als überirdisch lang zu laufen. Ihr wisst ja, was auf dem Silver Strip so schon los ist. Also da wimmelt ja von Zombies. Und dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, die Hälfte von den Posten da oben sind ja auch noch Gas-Zombies. Gut. Ist ein bisschen übertrieben. Hier unten sind mehr Gas-Zombies als oben, weil hier das Gas seinen Ursprung nimmt. Dafür seht ihr ja, wie leicht man hier unten ausweichen kann. Man nimmt sich einfach ein Auto und fertig. Das hat man oben nicht. Das ist deswegen kritischer. Von oben hat man mehr Zombies auf einen Haufen und kann nicht so gut ausweichen wie hier. Und gerade wenn man eine Begleitung hat, die wir später auch noch haben werden. Aber wir werden am Umsteigen. Den Zombie hier stehen lassen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Oder doch. Ups, ups. Ey, so war das nicht gedacht. Lass mal liegen. Ich fahre weg. Also schippen wir jetzt mit dem kleinen Auto. Ihr seht, das sind doch, wir sind mehr Gaszombies als über der Erde. Aber wie gesagt, so kann ich schon ausreichen. So, super ausgestiegen, wir sind jetzt am Ziel angekommen. Und, ja, wir müssen jetzt natürlich zur Mission, aber da gehe ich jetzt nicht hin, ich speichere nochmal ab. Weil ich nicht weiß, ob ich den gleich beim ersten Mal schaffe. Speichern. Oh, dann ankauen lassen, Menschenskinder. Meine Güte, hier ist ja auch was los, ich sag ja. Ich habe euch halt, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Ich habe ja gesagt, sobald der Counter auf 0 kommt, ist hier auch was los. Ist es auch. Ihr seht es ja selbst. Kack-Zombies hier, ey. So, hier ist das Auto von dem. Und jetzt sind wir da. Und dann seht mal selbst, was jetzt hier so Sache ist. Hier, neuer Move. So, und ihr seht, der Typ ist nach der Aktion mit den Gaszombies ein bisschen durchgedreht. Naja, ich muss ihn jetzt jedenfalls besiegen. Oh, da rennt noch ein Zombie rum. Na, den ignoriere ich jetzt einfach mal. So, der Kollege ist nicht gerade der Leichteste, deswegen müssen wir mal abspeichern, denn er schmeißt Granaten, hat ein MG und ist auch sonst nicht zu verachten, was seine Schlagkraft anbetrifft. Und hat einen ziemlich nervigen Move, aber den haben wir noch kennenlernen. Erstmal gehen wir, versuchen uns anzuschleichen. Mit einer schnellen Waffe ist man hier echt gut bedient. Wie zum Beispiel die Boxhandschuhe in Kombination mit dem Bowie Knife. Schmeißt wieder eine Granate, jetzt ist doch ein Zeitpunkt gekommen. Ja. Ja, vor diesem Schlag muss ich aufpassen. Genau vor diesem. Denn jetzt wird's nervig. Ich kann nichts dagegen tun. Rein gar nichts. Und wird weggeschmissen. Super. Ah, ist mein Wodka trinken hier.
aufpassen, ich schmeiße schon wieder eine Granate hier. Sehr gefährlich. Eigentlich sollte man warten, er schießt eine ganze Weile, sollte man warten. Ah, super. Nicht nochmal. Mann, und man kann wieder nichts dagegen tun. Man sollte eigentlich warten, bis er genau das jetzt tut. Na, er tut's nicht, er wollte eigentlich nachladen. Genau darauf sollte man warten. Ich hau jetzt zu meiner rein. Oh, du kriegst mich nicht. Oh, im Schlag. Naja, das kennen wir schon nochmal. Immerhin schmeißt er mich diesmal nicht. Jetzt geht er selbst nachladen. Das wäre jetzt eigentlich für mich die Situation zum Angriff. Ich habe zu wenig Vierecke. Das ist mir zu riskant. Also Painkiller nehmen. Womit ich die Energie nicht mal voll kriege. Er hat mir so viel abgezogen. Jetzt. Oh. Aufpassen. Treten kann er also auch. Und nein, dann. Mann. Ist schon wieder. Dieser Move ist echt nervig. Jetzt lädt er nach. Genau darauf muss man eigentlich warten. Jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er. Jetzt kriegt er. Blödes Arschloch. Tot ist er. Gut, haben wir doch beim ersten Mal geschafft. Hätte ich jetzt nie gedacht. Jetzt kommt aber das Problem. Ich habe euch ja gesagt, Rescue. Und diese Alte muss ich beschützen. Super. Und deshalb laufen kann sie nicht mehr, weil sie ja sich irgendwie das Bein verletzt hat. Oder den Knöchel. Jetzt darf ich sie jedenfalls tragen. Super. Also gehen wir erstmal abspeichern, denn es muss nicht sein. Ihr seht ja die Gaszombies. Wenn sie mich nicht mich umbringen, bringen sie um. Und das ist genau das gleiche Problem dann. Sie darf nämlich nicht sterben, anders als die anderen Survivors, die ich sonst immer rette. Das ist eigentlich völlig Wurst, hier nicht. Wieso kann ich nicht abspeichern? Oh ne, jetzt muss ich erstmal abstellen. So, jetzt habe ich euch einen. Das war hier ein kleiner Trick. Ich habe jetzt einfach das Spiel neu geladen. Weniger Zombies in der Nähe. Ist in dieser Situation auf jeden Fall besser. Geht ja hier jetzt weniger los als eben. Jetzt machen wir wieder die gleiche Aktion wie vorhin. Eine in das Auto. Muss ich wieder absetzen? Mein Gott. Komm ab. Ich sehe dann. Oh. So. Ich sollte eigentlich, der Pfeil zeigt es mir an, ihr werdet es gleich sehen. Da zum Telefon muss ich. Gut. Gut. So, auf jeden Fall, wenn ihr das spielt, dann beachtet wirklich nicht den Pfeil dieser Mission. Ausnahmsweise dürfte man den Pfeil außen vor lassen, denn ihr seht, der zeigt mir einen ganz anderen Weg an. Der möchte nämlich, dass ich überirdisch fahre, also über den Silver Strip. Ich habe euch erklärt, was das Problem ist, wenn ich über den Silver Strip fahren würde und die Vorteile vom Untergrund. Und gerade mit Rebecca am Hacken, ja, wo ich es erste Mal probiert habe damals, wo ich es allererstmal durchgespielt habe, da bin ich auch überirdisch gefahren und da ist mir Rebecca dann einfach mal abgekribbelt. Hier ist das nicht so. Ihr seht ja, das funktioniert ohne Probleme. Und ihr seht, wirklich viel passiert hier jetzt nicht. Ich fahre halt nur um mein Leben. Dass das Teil nicht schneller fahren kann, ja, wir sind schon fast da. Hier vorne muss ich schon raus.
Also abbiegen. Gut, dass man mit dem Ding auch Zombies umfahren kann. So. Ja, müssen wir raus. Greife ich mir die alte jetzt mal. So. Oh, die Flaschblaser, genau da müssen wir hin. Die Sequenz wird natürlich wieder übersprungen, natürlich. Oh, wieder die alte absetzen? Nee, will ich doch ja nicht. Ich will durch die Tür. So, und den Rest vom Weg können wir ohne Probleme zurücklegen. Denn auch hier ist wieder viel, viel Platz zum Ausweichen. Wie ihr jetzt hier sehen könnt. Muss ich mich von diesen Affen nicht angreifen lassen. Drecksviecher, die schmeißen hinten, ihr seht es. Wenn die an die Rand kommen, dann schmeißen die wirklich alles und jeden um. Scheißgas-Zombies. Ja, Mensch, mach ich doch. So. Das war jetzt doch ziemlich einfach, muss ich gestehen. Ich werde so die Viecher draußen bleiben. Wir gehen jetzt natürlich dann wieder ins Safe. Mir macht das Gas übrigens nichts aus. Ihr seht es, ich laufe da voll durch. Der Alten übrigens auch nicht. Sie läuft da mit durch. Ungewollt. What happened to the zombies out there? They went berserk. There was some sort of gas. As soon as the zombies came in contact with it, they changed. You sound like some good shit. I have to try some myself. What you looking at? We need him alive. That's a real shame. What's going on, TK? Where'd you get the gas? I ain't saying nothing. Why frame me? What the hell did I ever do to you? I don't effing know. You're just the name they gave me. They? What are you talking about? Well, somebody had to take the fall. Chuck Green, motocross superstar, angry over his wife's death. You put the pieces together. Your DNA is probably all over backstage. Prints, hairs, probably some stain from where you pissed your pants before the show. It's not worth it. He's not going anywhere. So, mit der nächsten Zwischensequenz haben wir wieder mehr erfahren. Eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit gelabert habe, wegen dem Gas. Und Chuck wollte jetzt von TK wissen, was er ihm hier getan hat, warum er diesen Scheiß jetzt hier verzapft. Tja, wir kommen etwas Großem auf die Spur. He knows more. A lot more. There's no way he made that gas. He just doesn't have the resources. The door! It's been breached! I've got to hotwire that panel. Stay here. Barricade the door. So. Und jetzt kommt wieder so ein schöner Twist. Ja, die Zombies sind im Bunker. Wer hat sie reingelassen? Werde ich nicht erzählen. Wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir das Ding wieder zukriegen, das Brett. Denn wir wollen die ganzen Assis hier nicht drin haben. Hier steht, wie man das macht. Ich muss einmal so einen Generator, dann Dings Treibstoff und ein Kabel finden. So. Die muss ich alle drei kombinieren. Damit kann ich dann das Tor schließen. Und ihr seht, die ganzen Überlebenden, die ich gerettet habe, die helfen mir jetzt, ob sie wollen oder nicht. Da sind auch wieder Gastzombies dabei, also aufpassen. So, den Generator haben wir schon mal.
Pfeil zeigt mir schon an, wo man hin muss. Sehr komfortabel. Und es ist sehr fies, es jetzt sagen zu müssen, aber der Partner hat sich jetzt dem Ende. Weiter geht's dann mit dem nächsten. Bis dahin.